Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part. Dennis heißt der TKVK Gamer TV, spielt den Fußballmanager 13. Ja, im letzten Part haben wir gegen Fenerbahçe Istanbul souverän mit 2 zu 0 gewonnen. Und wir wollen uns in diesem Part, ja, unserem Topspiel wenden gegen FC Toulouse. Und wir gucken mal kurz in die Nachrichten rein. Ich habe mich kurz mal durchgeblättert. Auf jeden Fall, November vom Sportgericht beurteilt. Akzeptieren das Urteil? Nein. Habe ich gedrückt. Bericht abgeschlossen. Jugendspieler erreichen Trainingsziel. Und dann geht's in den Kalender mal kurz. In die Teamdynamik. Verträge sind auch gut. Privater Bereich ist Marathon. Da werden wir auch nochmal im Januar werden wir denn paar Tage abbrechen hier, ab Dezember. Und dann. Aber die gibt's ja gar nicht so richtig. Winterpause, ne? Ja doch, ein bisschen, aber so extrem eigentlich nicht, ne? Na egal. Ja. Textmodus, ist ja klar. Und wir holen unentschieden, auf jeden Fall. Ich bin sehr aufgeregt, weil jetzt können wir 3 Punkte wegziehen. Aber ja. Werden wir ja sehen. Und schade. Eine gute Chance. Und Tor. Komm schon, ja. 1-0, beziehungsweise 0 zu 1 von unserem Top-Torjäger Gummis, der langsam jetzt wieder Lopez ablöst. Aber man muss sagen, Gummis war auf 5 Spiele gesperrt. Fast der Ausgleich für Toulouse mit Fan-Tackling gegen den durchgebrochenen zur Ecke, aber Aktion ist nicht mehr sehr gut. Und 2-0. Ach, schade, Pfosten. Von Lisandro Lopes. Und schade. Marco Höger, Game Card wegen Haltens. Hallo. Und schade. Eine Minute Nachspielzeit gibt es hier für die erste Halbzeit. Gebt euer Bestes, Mann. Können wir mal durchmotivieren. Melon, Brion und Höger motivieren wir nochmal. Chevalier, Munson. Agudo, Bastos. Und dann geht's weiter. Und schade. Und schade. Gute Möglichkeit für uns. Aber jetzt gegen Toulouse und das ist das 1 zu 1. Scheiße. Das. Beide draußen. Und ja, werden wir jetzt sehen, gleich. Was bewirkt hat. Oh, Glanzparade. Von der Ali Ahamamba. Jetzt bin ich gespannt, ob diese Taktik wieder einmal funkt. Anscheinend nicht. Masisoko. Nein, es funktioniert nicht. Das heißt, wir nehmen unsere zweite Taktik rein. Dann wollen wir mal weitersehen. Gott zu regeln. Das gefällt mir nicht. Gefällt mir an ganz und gar nicht.
nämlich die Beinohrenzentrale. Aber was auf sie zu, klar. Ja. Yes. Nur sehr pressing und unsere ganze Taktik auch zurück. Ich sogar noch einen defensiven bringen für Lopez. Vier, vier, eins. Jetzt muss ein sitzen. Ja. Super Taktik noch zum Schluss. Damit sind wir 3 Punkte weg jetzt. Beziehungsweise 8 Punkte. Mit 12 Siegen sind immer noch ungeschlagen. Nach 14 Spieltagen, das ist eine super Leistung. Meine Statistiken, Ergebnisse. Wenn ich Verfolger gespielt, ja, wir haben ja verloren. Quatsch, wir haben ja verloren. Und die Stimmen, diese andere Mannschaften streben so schnell wie möglich 40 Punkte. Wir wollen so schnell wie möglich 80 Punkte erreichen. Aha. Fußball ist das Ding, Dang, Dong. Es gibt nicht nur Ding. Ding, Dang, Dong, was ist denn das? Teamleistung, beste Spieler. Ja, Lisandro Lopez ist immer noch heute, aber er gut ist halt wieder aufgeholt. Und Diego Mies ist auch wieder auf den 2,67. Und Lisandro Lopez müsste ja extremst aufgeholt haben, weil er öfter mal, und wir sind immer noch ganz, ganz oben dabei. Leider. Naja. Wir gehen weiter und ich will endlich wissen, wie das Sportgericht geurteilt hat über unsere Einwände. Kommt mehr Geld, noch mehr Geld. Hat er das überhaupt, aber egal, wir nehmen mal das Angebot an. Kriegen einen neuen persönlichen Sponsor. Vertrag. Und hier bei den Trainings sieht es auch nicht schlecht aus. Und die Finanzen sind auch noch gut. Und dann geht's mal weiter, ne? Sportgericht bestätigt sein Urteil. Okay, wir können nicht einwenden. Und wir werden durchspielen. November ist in der Europa League gesperrt worden. Leider. Nachricht ist gerade abgeschlossen. Sportgericht wird. Das Sportgericht besteht aus keinerlei Grund, warum die Sperrungen gekürzt sollten, auch in vergleichbaren Fällen oder exakt so verfahren, meinte der zuständige Richter. Okay, wenn er meint, soll er doch seinen Scheiß machen und wir uns sein. Machen wir mal die Navigation. Noch irgendwie was. Finanzstatus. Budgetänderung. Wir können endlich mal wieder unsere Budgetänderung. Investor aktivieren. Aha. Aha. Auch mal ja, auch bei Infrastruktur brauchen wir, aber Transfers können wir ein bisschen runternehmen und auf Gehälter packen. Und das noch auf Sonstiges und auf Infrastruktur. Und damit müssen wir trotzdem nicht bei jedem Baukosten 13 Millionen. Wie, wodurch haben wir jetzt denn jetzt so viel Geld? Hä? Na, dann können wir jetzt wenigstens unsere Kredite abzahlen, hier, den hier. Will ich abzahlen.
Und dann würde ich sagen, bauen wir auch nochmal aus, Infrastruktur. 109 Tagen ist fertig. Ich möchte gerne den Fanartikelproduktion ausbauen. Also Fanartikel verkaufen ist erst auf. Ah, okay. Und das erst erhöhen. Das ist in 29 Tagen fertig. Und jetzt geht's, warte. Privater Investor steigt ein. Oh, ein reicher Software-Mogul schreibt den Verein jetzt massiv finanziell. Oh ja, richtig geil. Und wir gehen jetzt in das Spiel gegen Valencias. Und kämpft um jeden Ball. Jetzt bin ich gespannt. Zeig ich nochmal angleichen. Nee. Ja. So, genau. Und das ist schon wieder das Halbfinale. Oh, Verletzung, Kapselbandverletzung. Hat sich verletzt, Bug. Aber egal. Und wieder mit dem 1:0 von Lisandro Lopez. Ja, das ist schön, wenn man gleich zu Anfang 1:0 führt. Und jetzt wird sich zeigen. Wie die es halten können oder ob wir noch mehr zurückfallen. Und das war jetzt 0. Super wieder von Lopez. Jetzt mal auf Zeit spielen. Jetzt brauchen wir kein Trauma und Pfosten von Fabio Moser und unserem Linksverteidiger. Und schon wieder Pfosten. Und von unserem Rechtsverteidiger, diesmal von Antonio Gueye. Gibt's jetzt 2 Minuten Nachspielzeit. Und Abpfiff. Und die Halbzeitansprachen macht es so, wie wir es im Training einstudiert haben. Und zur Offensive loben. Die Defensive noch ein bisschen motivieren, aber kann er eh auch nur loben. Aber er hier macht mir ein bisschen Sorgen und der Linksverteidiger werde ich den jetzt auch auswechseln. Linksverteidiger haben wir für. Wer kann das spielen? Für jeder bestimmt, ne? Ja. Linksverteidiger haben wir noch einen. Ja, machen wir das so. Machen wir so. Ich will den jetzt auch noch schon, weil wir den Linksverteidiger wieder brauchen. Riesenchance in Lyon, Wesch, zweiter Situation. Führer alleine vor sich, versucht mit einem Hebel. Ach, schade. Landsparade von Nicolas Penetraui. Schade. Und, boah, Glück gehabt. Und jetzt passiert hier lange Zeit gar nichts mehr. Aber das soll uns recht sein, weil wir 2:0 führen. Schließen in alle Partien. Montpellier führt 1:2. Beziehungsweise 2:1. Ja. Und ich mache auch noch meine zweite Auswechslung. Und die auch noch mal ihre. Dürfen die auch noch mal. Und hier Riesenapplaus von Lisandro Lopez, der mit seinen beiden Toren das Spiel entschieden hat. Oh, schade. Von Grenier gleich nach seiner Einwechslung hätte er gleich das erste Tor machen können. Latte von Valencias. Von Misael Bisa, achso, oh, von unserem eigenen will er die Ecke klären. Und trifft dabei die Latte des eigenen Tores. Glück gehabt.
Ja, das wird. Aber das ist jetzt sicher vorbei. Das steht zwar immer noch 1-2. Schlusspfiff, verdienter Sieg für Olympique Lyon, da sie ihre Chancen gegen nationalen Kontrahenten genutzt haben. Ja, wie ist das andere Spiel ausgegangen? Auch 1-2. Dann wurden die Tore geschossen. Eins null, 2-0 und 1-2 schon vor der Halbzeit geschossen von Arsenal. Ich hätte ruhig noch ein bisschen besser sein können, aber soll uns ja recht sein. Das Finale findet hoffentlich heim statt. Oh ja, Gummis hat noch Chancen, aber ja, scheiße. 4 Tore und allein 2 hat er davon heute erzielt. Aber hier sind wir auch nicht mehr einzuholen. Das ist ja unglaublich. Fairplay sind auch noch relativ, ja, relativ, ja, relativ so im Mittelfeld, würde ich sagen. Ja, und wo sind die anderen? Ja, die sind schon weiter. Finale, Copa del Rey. Ja, jetzt muss sie sich sehr extrem verbessert haben, ne? Pokalprämie und Finale, Copa del Rey und die Prämie können wir auch noch eine ganze Menge. So sie sich auch schon wieder erholt haben. Ja. Sehr geahnt. Nochmal? WTF? Achso. Von Montpellier muss ich eindeutig sagen. Aber nein, es wird wieder nicht. Ach man, ich will immer den Falschen. Warum? WTF? Hä? Wird noch gerade so schön. WTF, warum wurde das denn jetzt kurz? Hä? WTF? Guck mal gleich rein, was ist denn das jetzt hier? Siegprämie 300.000, Pokalprämie 500.000, Finale, ja, Mobilier, kein Fall überhaupt schon so. Magiestände im Hintergrund, zusätzliches Budget von 1,45 Millionen. Jetzt 961.000. Achso, mein Scheiße. Siegermeisterschaft gewinnen, wurde abgeschlossen. Ja, nicht schlecht. Jugendspieler schmeißt Trainer raus. Jugendspieler erreichen Trainingsziel. Hinweis vom Assistenten. Okay, rechter Verteidiger. Ach ja, stimmt, der war auch rechter Verteidiger. Genau. Wo können wir denn schön investieren? Ich würde sogar fast sagen, dass wir sogar den Kredit abbezahlen können. Ja, richtig. Und zwar bei Baukosten 5 Millionen reduzieren und dann bei Transfers. Dann sind wir wieder, dann haben wir unseren Stadionausbau auch finanziert. Und trotzdem noch ein bisschen Geld. Das läuft auch super. Merchandising ist auch Sortiment, kann ich aufnehmen. Die Bombomis. Ja, Handtuch, Bettwäsche können wir wieder eins entwickeln. Ich mal sagen, könnte man noch. Mauspad könnte man noch entwickeln. Ja. Und wenn euch der Part wieder einmal gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und hinterlasst ein Abo. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt TKVPK GamerTV spielt den Fußballmanager 13. Bis dann.